Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Bonus-Part. Heute werden wir im wirklich allerletzten Part alle Amiibos testen. Ich habe 8 Stück davon. Die erste Variante, aber nicht normal, sondern diese etwas limitierte Variante. Und halt noch die aus dem zweiten Teil. Deswegen fangen wir direkt an. Ich weiß nicht ungefähr, wie lange es dauert. Also rechnet ungefähr mit, keine Ahnung, wenn ich schnell bin, 5 bis 10 Minuten, aber sonst 15 bis 20 Minuten. Mal schauen, ich werde es dann selber sehen. Aber ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht so krass damit langweile. Und ja, wie ihr schon seht, mache ich wie so eine Art Greenscreen-Test, weil bei meiner Facecam oder so hat man so eine Funktion, den Hintergrund so verschwinden zu lassen und so. Es sieht zwar momentan ein kleines bisschen scheiße aus. Und das gerade mit der Facecam so, wie ich gerade rede, von der Lippenbewegung her, so ein bisschen asynchron ist. Aber okay, ich scheiß jetzt einfach mal drauf für den Test. Nur jetzt mal so in einem Video nur mal so getestet. Und ja, fangen wir direkt an. Beginnen wir erstmal mit der ersten Generation, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe die limitierte Variante. Und ja, die funktioniert wenigstens nicht so wie im ersten Teil, dass das normale genommen wird. Okay. Da haben wir hier einmal. Ich glaube, mal schauen, ob ich direkt alle Sachen bekomme, weil ein recht hohes Level habe ich schon irgendwie. Aber okay. Wie läuft's? Schöne Grüße von. Oh. Okay. Ja, die habe ich schon privat gemacht. Kann ich die hier nicht mehr freischalten? Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Warum kann ich den nicht auf meinen zweiten Account draufschieben? Okay. Warum bekomme ich die anderen Sachen nicht? Was soll der Scheiß? Jetzt fühle ich mich wirklich ein kleines bisschen verarscht, muss ich sagen. Wartet mal, ich muss jetzt ein bisschen was daran ändern, also einen kleinen Cut an der Stelle. So, ja, da bin ich wieder. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ich könnte das auf den zweiten Account auch nochmal machen, aber okay. Er schickt mir schöne Grüße von meinem Privataccount. Das schneide ich jetzt nicht raus, das ist mir jetzt scheißegal. Und außerdem steht sowieso in der Kanalinfo auch mein richtiger Name, also. Tja, juckt mich nicht. Deswegen versuche ich jetzt einfach nochmal alle einzuscannen. Ich habe jetzt alle von dieser Amiibos jetzt die Daten gelöscht und hoffe, dass ich die Sachen auch bekomme. Aber ich will auch hoffen, dass auf meinem Privataccount auch die ganzen Sachen auch behalte. Also, dass ich die auch behalte. Ich will es hoffen. Ich hatte es ja schon alles aktiviert. Na egal, versuchen wir es jetzt einfach nochmal und hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Okay, wir fangen nochmal mit der ersten Generation an. Und jetzt? Okay, das ist gut. Ha, du bist cool, okay. Weil wir Freunde sein, ich könnte bestimmt noch was von dir lernen. Außerdem könnte ich deine Kameraoption und Ausrüstung speichern. So kannst du deine Ausrüstung im Tentakelumdrehen wechseln. Diese Funktion ist in der Lobby oder unter Anpassen verfügbar. Nicht schlecht, was? Okay, ich habe nur eine Kleidung an, die ich gerade anhab. Mach ich jetzt einfach, egal. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, also von daher. Danke, neuer Freund. Und ich habe direkt ein Geschenk für dich. Wenn du noch ein bisschen kämpfst, gibt's auch noch andere Geschenke? Scheiße, ich bekomme doch nicht alles. Verdammt! Toll, ja, vielleicht ein andermal. Aber bei, ich mach's jetzt einfach so auf die Schnelle. Ich hätte gedacht, ich würde gleich alles bekommen. Nein! Dann muss ich das später wahrscheinlich noch zeigen. Okay. Gibt auch verschiedene Positionen. Wir haben auch noch extra Steuerung. KZR Foto machen, linkerste Kamerasteuerung, D-Pad bzw. Steuerkreuz, Spielerpose, XBY Amiibo Pose und L und R Hintergrund. Ja, ist recht nice sogar. Machen wir das so, das ist eine gute Pose. Nice. So wird direkt in Album gespeichert. Ja, okay, passt.
Wie kann ich mal das zurück? Okay, mit Minus. Dankeschön. Wir fangen an mit dem ersten Amiibo. Ja, es war übrigens das. Auch wenn wir es schon sehen können, aber ja, ich halte es aber gerne in der Cam. Wunderbar. Dann fangen wir an mit dem limitierten und dies ab und zu noch immer noch im Laden zu finden gibt, warum auch immer. Mit den Inkling Boy in der limitierten Variante an. Wunderbar. Schön, dich kennenzulernen. Ahoi! Selten jemanden gesehen, der so cool ist wie du. Sollen wir Freunde sein? Dieser Satz. Wollen wir Freunde sein? Ich komme, ist gut. Von dir kann man bestimmt was lernen. Ich könnte mit, okay, labern die alle dasselbe? Nee, jetzt nicht. Nein! Du sollst mir was geben! Junge, Scheiße, nochmal. Mein Gott, ey. Krieg ich noch eine Chance? Ach so, man muss das machen, ne? Na. Okay. Ich drücke irgendwie gerade ein bisschen zu schnell. Scheiße, Junge, Mann. Komm, mach einfach. Ja, mache ich halt nochmal dasselbe einen Scan. Ich will die Belohnung wenigstens haben, egal was es ist. Auch wenn ich schon weiß, was es ist. Leider bekomme ich nicht alles direkt, das ist ein bisschen schade. Aber wenigstens ein Teil davon. Ja, mit dir machen wir auch mal ein bisschen was. Ah ne, wobei, ich habe das gewechselt. Ah, scheiß drauf. So, machen wir weiter mit dem Squid. Im ersten Teil natürlich. Und es versucht erstmal die Farbe rauszufiltern. Schön. Aber wie gesagt, das ist alles nur so ein Test. Es sieht zwar immer so ein bisschen scheiße aus, weil es versucht, den Hintergrund irgendwie wegzublenden, aber naja, für den Versuch geht's wenigstens. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Hoho, ich muss schon zugeben, du bist mal echt cool unterwegs. Ich bin mächtig beeindruckt und wäre gern dein Freund. Dann würde ich mit deiner Kameraoption, okay, bla 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 bla, das juckt mich jetzt nicht. Einfach nochmal einen scannen. Sieht übrigens so aus. Mit dem Pro-Controller. Ja, okay. Von dem bekommen wir dann die komplette Exorus-Rüstung, wenn wir ein bisschen mehr hochgelevelt sind. Ich weiß gar nicht, ab welchem Level ich dann komplett alles bekommen habe. Aber Level 20 oder so? Falls ja, aber dann fehlen mir noch drei Level. Ja, ich mache einfach mit jedem mal kurz auf. Okay, mit dem anderen habe ich jetzt übersprungen, egal. Machen wir es einfach so kurz auf die Schnelle, passt. Und gehen wieder zurück. Und scannen die zweite Generation ein. Mit dem Inkling Boy. Nice. Wollen wir mal. Was bringt denn der so mit sich? Ich habe das schon wieder vergessen. Mir ist nichts Großes eingefallen, deswegen wundert euch nicht, warum manche Namen sich ein bisschen komisch anhören. Aber okay, sind sowieso immer mal wieder dieselben Sätze. Bla 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 bla. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Gebt mir einfach die Belohnung und gut ist, mehr will ich eigentlich gar nicht. Spitze, da habe ich doch gleich was für dich. Wenn du noch etwas mehr kämpfst, gibt's von mir wieder was. Okay, von ihm war es auf jeden Fall die komplette Ninja-Ausrüstung. Wunderbar. Dann mit dem Ink Girl. Aber ich muss irgendwie sagen, die sehen schon recht geil aus. So, hier schon was so gezeigt. Wunderbar. Aber ich muss irgendwie sagen, die Amiibos aus dem zweiten Teil sind richtig nice. Aber der, warte mal, ich muss auch nicht. So. Gut. Wunderbar. Vielleicht irgendwann mal. Ja, lassen wir dich einfach nochmal einscannen.
Ja, ich glaube, da bekommen wir nochmal so eine Schuluniform oder so, irgendwie sowas. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber wir haben einen Clip. Ja, ich habe mir den Clip angeschaut. Er ist winzig. Und er gehört ans Ohr. Das sieht dadurch irgendwie komisch aus, keine Ahnung. Mir gefällt die Haarspange irgendwie besser aus dem ersten Teil. Aber okay, gut. Jedem das Seine. Und jetzt mit dem Squid, also zweiten Teil. Okay, es war ein kleines bisschen unnötig, warum es den nochmal gibt, aber er macht sich dadurch übelst groß wegen der Tinte. Die Hälfte geht nur von dieser komischen Tinte weg. Das ist so übelst stylisch aus der Tinte rausgesprungen. Okay. Aber hier in-game sieht es genauso aus wie im ersten Teil, ne? Und der gibt mir auch irgendwas. Ich bin mir jetzt gerade nicht so genau sicher. Ja, mach mal halt nochmal, egal. Komm, mach einfach. Ne, warte mal, ich hab's nur kurz gemacht, ne? Scheiße. Mach das noch? Scheiße. Weil ich ihn nur kurz gehalten habe und dann. Verdammt! Mach einfach nochmal. Nein. Gut. Mein Gott. Wenn er meint, gerade rumspacken zu müssen, dann mache ich es halt. Verdammt, Mann. Aber von dem bekommen wir auch noch irgendwas. Ich bin mir aber gerade nicht mal sicher, was. Ah, genau, die zweite Variante vom Exo-Anzug. Genau. Wunderbar. Und dann kommen wir nun zum wunderbaren Finale. Das Beste kommt immer zum Schluss. Und zwar sind wir jetzt dran mit den Sea Sirens, aka Squid Sisters, aka Phil Aioli und Limone. Wir fangen aber zuerst an mit Limone. Nice, nice, nice. Aber da möchte ich noch eins hinzufügen. Wenn Splatoon 2 irgendwann am Ende ist, wird es safe, safe Amiibos von Tentacool geben. Safe. Aber Marina wird da sowas von ausverkauft. Das ahne ich jetzt schon. Das ahne ich jetzt schon. Aber das wird irgendwann so sein. Aber ich will das mal hier. Wir können sie endlich mal benutzen und mal schauen, ob sie noch irgendwas sagen. Hallo, ich bin Limone von den Sea Sirens. Ha, du bist also für diesen Anstieg an Coolness hier verantwortlich. Ich habe ein Auge für Talent und du hast welches. Dir fehlt nur ein Agent. Weißt du was? Ich mach das. Zum Beispiel merke ich mir deine Einstellung und Ausrüstung. Das gibt dir einen Vorteil in der Lobby oder unter Anpassung. Dort kannst du dann nämlich eben nur die Ausrüstung wechseln. Was sagst du? Ich kann dich zum Star machen. Das kannst du auf jeden Fall machen, indem ich erneut dieselbe Kleidung, die ich immer noch anhab, wieder da einscanne. Toll. Aber die Stimme hört sich ja wie komisch an. Ich weiß nicht, wie sich die Stimme nochmal im ersten Teil angehört hat. Aber die hört sich ein bisschen komisch an, aber okay. Gut, dann gibt es zuerst mal eine Belohnung für diese Entscheidung. Wenn du noch mehr kämpfst, gibt es auch noch mehr Geschenke. Nice. Jetzt bekommen wir auch noch mal was vom ersten Teil. Die komplette Heldenrüstung aus dem ersten Teil. Nice. Sehr gut. Halten wir diesen Moment in einem Foto fest. Auf jeden Fall machen wir das. Gibt ja auch wieder für hier verschiedene Posen. Achso, von Limone auch noch. Lol. Ah, die Position ist ganz nett. Ja, nicht so am besten. Ah, fast. Schwierig. Ach, machen wir das so, das ist ganz nice. Und let's take a picture. Okay, das war's schon. Jetzt kannst du wieder gehen. Okay, jetzt kommen wir zu Aioli. Toll. Wunderbar. Und hier haben wir nächste nun. Hallöchen, ich bin Aioli von den Sea Sirens. Hey, du siehst aus,
als hättest du es drauf. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich denke, dich sollte ich im Auge behalten. Soll ich mir deine Ausrüstung und deine Einstellung merken? Das bietet dir Vorteile in der Lobby oder unter Anpassung. Dann kannst du nämlich dort ratzfratz die Ausrüstung wechseln. Genial, was? Na, auf jeden Fall. Ich ahne auch irgendwann auch schon das Final Splatfest. Perla gegen Marina. Safe, ich ahne schon sowas. Aber naja, ich nehme schon vieles hinweg, aber das wird so safe passieren. Ich habe da so eine Vermutung. Okay. Sehr schön. Übrigens, das hier kannst du haben. Wenn du weiter Kampferfahrung sammelst, gibt's mehr. Okay, dann bekommen wir auch noch was davon. Alles klar. Ich habe nicht viel Zeit, aber für ein Foto reicht's immer. Macht Sinn. Macht Sinn. Perfekte Pose. Ah. Nice, nice, nice. Sehen wir hier. Nee, das ist alles so unpassend. Ich stehe einfach die übliche Pose, das passt so. Das ist so eine typische Stellung. Bitte nicht zweideutig verstehen. So, komm, machen wir's so. Hintergrund war nochmal. Ich habe es gerade vergessen. Steuerung. Verdammt. Man konnte auch Hintergrund machen. Ich bin mir nur gerade nicht so sicher. Egal. Ah, passt auf jeden Fall schon. Egal. Egal, Hammers. So, dann haben wir alle Amiibos. So in diesem besonderen Part, würde ich sagen. Und ja. Okay, wir sind bei Ankan ungefähr bei 20 Minuten. Wenn ich noch alles mache bei 21 Minuten, aber egal. Dann würde ich sagen, beenden wir hier dieses Offline-Let's Play mit Story-Modus. Sind wir ja schon bereits fertig seit dem letzten Part. Und ja, das war noch so ein Bonus-Part für alle Amiibos. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, beziehungsweise wenn es euch nicht so krass gelangweilt hat, dann würde ich sagen, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Wenn es sonst noch irgendwas ist, alles in der Videobeschreibung verfügbar. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play Part wieder. Halt, ja, beziehungsweise Mario Kart 8 Online, ach, Mario Kart 8 Deluxe und NSMBU wird wieder kommen, weil ich wollte erstmal Splatoon im Story Mode erstmal hinter mich bringen und ja, jetzt wird es wieder aktiv kommen, NSMBU und MK8 Deluxe. Ja, das wollte ich nur so hinzufügen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut!